Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. In der Debatte um Europa und vor allen Dingen um Griechenland wünsche ich mir endlich mehr Sachlichkeit und auch mehr Aufklärung über volkswirtschaftliche Zusammenhänge, anstatt das Bedienen von nationalen Ressentiments. Fakt ist, in Griechenland ist die humanitäre, soziale, ja wirtschaftliche Lage dramatisch. Fakt ist, seit August 2014 hat Griechenland keine Gelder bekommen aus den sogenannten Hilfspaketen und ist trotzdem seinen bisherigen jeweilig fällig werdenden Verpflichtungen gegenüber IWF, Finanzmärkten und EU nachgekommen. Fakt ist auch, Alexis Tsipras hat zugesagt, bis Mitte nächster Woche einen Reformplan vorzulegen. Wobei ich hier einfügen möchte, der Begriff Reformplan kommt immer so harmlos daher, aber in der Vergangenheit bedeutete der Ruf nach Reform immer im Konkreten soziale Einschnitte, Rentenkürzungen, die Aufforderung zur Entlassung und infolgedessen Verlust von Wohnungen, Verlust von Zugang zu Strom, ja Menschen, die hungern und gestiegene Selbstmordraten in Griechenland. Aktuell sind wir damit konfrontiert, dass die griechische Regierung vorhat, ein Programm zur Abwendung der allerschlimmsten Auswirkungen der humanitären Katastrophe zu starten. Da geht es wahrlich nicht um Luxus, da geht es um solche schlichten Sachen wie Essensmarken für alle, ein Programm gegen die massenhafte Wohnungslosigkeit. Und selbst solche Maßnahmen zur Abwendung der schlimmsten humanitären Katastrophe sollen jetzt der neuen griechischen Regierung verboten werden. Wir finden das schockierend. Die Frage ist ja auch, ob egal, was immer Alexis Tsipras als sogenannte Reformliste vorliegen wird, ob das denjenigen reichen wird, die seit Wochen wirklich verbal an der Zukunft Europas zündeln. Es gibt Hetzkampagnen in Teilen bei einigen Medien und einigen Politikern, das hat auch Spuren hinterlassen. Man braucht sich nicht wundern, dass das Stimmungsbild sehr stark geprägt ist von einer einseitigen Schuldzuweisung gegenüber Griechenland. Und man muss ja froh sein, dass es überhaupt Satiriker wie Jan Böhmermann gibt, die dem einseitigen Diskurs den Spiegel vorhalten und dem einseitigen Diskurs etwas entgegensetzen. Fakt ist, die neoliberalen Eliten in Europa fürchten die Ansteckungsgefahr von Syriza und versuchen natürlich auch mit Mitteln der ökonomischen Erpressung nun zu verhindern, dass es den gelebten Beweis gibt, man könnte es auch anders in Angriff nehmen und dann würde man auch volkswirtschaftlich deutlich erfolgreicher sein. Wir fordern die Bundesregierung auf, unverzüglich ihrer Verantwortung als Wortführerin in der Debatte um die Zukunft Europas nun nachzukommen und demagogischen Tönen in den eigenen Reihen gegenüber Griechenland zu ahnden und entgegenzutreten. Ich erhoffe mir von dem heutigen Treffen, zumindest wünsche ich es mir, dass im Ergebnis dieses Treffens es mehr Respekt und gegenseitiges Verständnis gibt. Lassen Sie mich noch mal festhalten, erstmals in Europa will eine Regierung nicht die aufgezwungenen Kürzungsauflagen der Troika umsetzen und dazu hat sie guten Grund. Erstmals sagt eine Regierung fiskalische Stabilität. Das bedeutet für uns eben Reichtumsbesteuerung, aber eben nicht den Ärmsten weiter die Renten zu kürzen und die Krankenversorgung zu streichen. Erstmals sagt eine Regierung in Europa Strukturreformen, das heißt eben für uns ein funktionierendes Gemeinwesen, aber nicht das Tafelsilbern und auch noch in aufgezwungenen Privatisierung zu verscherbeln. Also all das sind Schritte, die notwendig sind, nicht nur im Sinne der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch der volkswirtschaftlichen Vernunft. Und vor diesem Hintergrund richte ich eine große Bitte an Angela Merkel. Frau Merkel, machen Sie den heutigen Tag zu einem großen Tag für alle Europäerinnen und Europäer und bekennen Sie sich zu einer Politik, die nicht die Banken zuallererst rettet, sondern im Sinne der Menschen ist. Soweit zur Debatte um Griechenland. Wir haben es unter anderem in den Wahlen in Frankreich sehen können, die Rechtspopulisten, die Rechtsextremen in Europa haben Aufwind. Der rechtsextreme Front National ist bei den Wahlen zweitstärkste Kraft geworden. Sieger sind die Konservativen. Die Tatsache, dass die Sozialdemokratie in Europa kaum noch einen Stich sieht, sind wahrlich kein Grund zur Schadenfreude, sondern eher zur Besorgnis, weil die Wahlen in Frankreich deuten an, dass Zeiten der zunehmenden sozialen Unsicherheit eben Zeiten sind, wo braune rechtsextreme Kräfte auch Aufwind haben können. Am Wochenende trafen sich, in dem Zusammenhang vielleicht auch erwähnenswert, verschiedenste
braune, rechtsextreme, faschistische Parteien auf Einladung der kremlnahen Partei Rodina in St. Petersburg. Rund 150 solche Parteien sind zusammengekommen aus ganz Europa. Man kann sagen, das braune Netz wird gesponnen. Und dass der Front National immerhin fast ein Viertel der Stimmen bekommt, ist wirklich eine ernsthafte Bedrohung für den sozialen Frieden in Europa. An dieser Stelle will ich nochmal deutlich machen, wie unverantwortlich und dumm es ist, wenn jetzt ein Bild gezeichnet wird oder wenn man jetzt versucht, die Parteien und Kräfte links und rechts in einen Topf zu werfen im Sinne der unsäglichen Extremismus-Theorie. Ich will vielmehr sagen, es gibt Kräfte des Rechtspopulismus, des Rechtsextremismus und die arbeiten ganz klar auf eine Spaltung in Europa hin. Sie arbeiten darauf hin, dass ein Klima des nach unten Tretens gestärkt wird. Und dann gibt es die linken Kräfte in Europa, die sich stark dafür einsetzen, dass Europa wirklich gelebt wird und dass genau dazu innerhalb von Europa die soziale Dimension gestärkt werden muss und die Demokratie wirklich mit Leben erfüllt werden muss. Zu den Tarifverhandlungen für die Kita-Beschäftigten. Die Tarifverhandlungen gehen jetzt in die nächste Runde. In Münster werden sie heute fortgesetzt. Die Gewerkschaften Verdi und GEW arbeiten gemeinsam oder setzen sich gemeinsam ein für eine verbesserte Eingruppierung. Positiv davon betroffen wären über 300.000 Personen und es handelt sich um einen Lohnplus von rund 10%. Die Vergleichung der kommunalen Arbeitgeberverbände hat das erst einmal abgelehnt. Wir unterstützen ganz klar die Forderungen hier der Gewerkschaften, die ja auch jetzt zu einem Streik aufgerufen haben, um ihre Forderungen zu unterstreichen. Ich will das auch noch mal unterstreichen vor dem Hintergrund, dass am Freitag der Equal Pay Day stattgefunden hat, also ein Tag, an dem noch mal deutlich unterstrichen wurde, dass es immer noch eine große Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen in diesem Land klafft. 79 Tage müssen Frauen in diesem Land im Durchschnitt länger arbeiten, damit sie auf dasselbe im Einkommen kämen, wie ein Mann im Laufe eines Jahres kommt. Dieser Equal Pay Day findet immer dann an dem entsprechenden Tag statt. Das war jetzt der Freitag. Also die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen in diesem Land beträgt 22%. Und so sehr nicht nur wir uns dafür einsetzen, dass es gerade in den Kitas deutlich mehr auch männliche Erzieher gibt, müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass gerade in diesem Bereich besonders viele Frauen arbeiten. Das heißt, von einem positiven Lohnabschluss, von einer höheren Eingruppierung werden überproportional stark Frauen betroffen. Und wenn man die Lohnlücke schließen möchte, dann darf man jetzt nicht einfach nur kleckern, sondern da muss man klotzen. Und insofern gilt unsere Solidarität und Unterstützung den Beschäftigten in den Kitas. Wer so eine wichtige Arbeit leistet, wie die Menschen dort, also sich um unsere Kinder kümmert, der darf nicht mit so einer geringen Entlohnung nach Hause geschickt werden. Vielen Dank.